für mehr Kostüme. Wir brauchen noch mehr Kostüme. Ah! Ich meine, das hättest du dir denken können. Aber nee. Gott sei Dank dauert es ein bisschen, bis er dich einfriert. Ein Grubber, das ist ein schöner Name. Ja, guck mal, wie weit es geht. In dem Busch verstecken. Aha. Ah. Uselgelee ausweichen. Y also, hm? Okay, ist wie in Ocarina of Time also. Wie in Ocarina of Time, genauso. Ja, oder wie in Breath of the Wild. Das ist ein... Also ich finde, das ist bis jetzt das beste Kostüm von allen. Ich mag es auch. Der Busch. Der Busch. Damit also bekommst... da steht Rest in Peace, Jürgen Klucker. Oh nein, er hat dich gefunden. Hat er nicht. Denk an SpongeBob. Tu einfach so, als ob gruselig komisch wäre und spiel Verstecken mit ihnen. Gut, Idee. Okay, hast du recht, Mann. Wir werden gewinnen, weil sie noch nicht mal suchen. Was ist jetzt okay. los? Ich kann nicht hüpfen. Kannst du nicht auf Y wieder rausspringen? Ah, ja. Aber wozu war das jetzt gut gewesen? Ich hätte doch so oder so einfach durchgehen können. Ja, ich glaube, die sind einfach nur sehr leicht auszutricksen. Aber eigentlich ist es, glaube ich, so, dass wenn du quasi still stehst und sie sehen dich, dann können sie dich eben nicht entdecken. Hm, erschrecken mit Buh. X. Aha. Okay. Aber das musst du machen, wenn ihr dir den Rücken zudreht, hä? Ich glaube schon. Aha. Endlich können wir die Kerle besiegen. Ja, denke ich auch. Zeigen wir es ihnen. Siehst mich aber nicht. Hinter dem Schild. Na, warte ab. Ey, jetzt haben wir dich. Das wirst du noch bereuen. Ja, aber jetzt, da wir wissen, dass das geht, hat der Busch überhaupt keine Bedeutung mehr, Mann. Alter, das... wie heißt es? Fleckchen. Fleckchen, hey. Ja. Hey. Super. Hey, guck. Siehst du mal, wenn man mich spielen lässt, dann... passiert Dinge. Ja, das ist interessant, dass das Spiel heute bei dir so gut funktioniert. Ich bin begeistert. Oh yeah, Alter. Ohne Lags da rumzuspringen ist super. Okay. Ich weiß nicht, was hier passiert. Aber. Alles klar, dann machen wir so. Wow. Oh my gosh, look at this. Da ist eine kleine Spinne mit der Taucherbrille, wie cute. Die war in der Halloween-Folge. Kann man dich angreifen? Ich glaube nicht. Nee, ich denke nicht. Aber Hauptsache, ja genau, Hauptsache das. Oh, die Kinder. Oh, welches Monster würde einfach so einen Schokoriegel wegwerfen? Ganz allein, halb gegessen. Ohne Verpackung! Wir müssen Gary finden, bevor ihn dasselbe Schicksal ereilt. Sollten wir den Schokoriegel nicht besser an einen sicheren Ort bringen? Zu schade, dass meine Schokotasche in meiner Schokotasche-Tragetasche ist. Oh nein. Dann muss ich ihn wohl stattdessen in meinen Mund stecken. Warte kurz. Irgendwas von diesem Blibber kommt mir doch sehr vertraut vor. Calcium. Mit einem leichten Hauch Protein und viel Liebe. Das ist kein Glibber, das ist Schleim. Garys Schleim. Das ist viel Schleim für so eine kleine Schnecke. Er hat sicher Angst. Wir müssen ihn finden. Gary, nein. Schokolade! Schokolade! Ja, also wir hatten hier jetzt mehrere Anspielungen. Das finde ich gut. Ja. Das aber ja? Es ist halt so ein bisschen... forciert. Das finde ich nicht in Ordnung. Weil es wäre halt ultra nice, wenn der Schokoladentyp hier vorkäme. Ja. Warte, ich muss den ja erschrecken. Oh. Okay, warte mal. Ah, das geht nicht. Nee, nee, hier können wir nichts machen. Warte, wir sind jetzt schon wieder in Bikini Bottom, aber in bei der Nacht und ja.
Mir ist es schon auf Rock Bottom, oder? Nein, das ist Bikini Bottom, weil wir sind jetzt wieder da, wo die lieben Kinderchen sind. Ach so, stimmt. Ja gut, man muss natürlich dazu sagen, die sahen jetzt nicht aus wie Bewohner von Rock Bottom, das ist richtig. Ja, aber die immer noch. Also das heißt, irgendwie ist es eine Mischform geworden, ich weiß ja auch nicht. Ja gut, das sind ja Gegner, wer weiß, ob die hier überhaupt dazugehören. Zwei Wege. Und hier oben ja, ist also der Schleim ist der Hauptweg. Das kann ja, ich dir gut, auf jeden Fall sagen. Gehen wir mal nicht dahin. Genau. Würde ich nämlich auch sagen. Gucken wir uns doch mal hier ein bisschen um. Wir haben hier einen etwas größeren Bereich. Das heißt, es gibt ein bisschen was zu finden, ein bisschen was zu entdecken. Oh, da unten ist zum Beispiel ein Haken. Ein Haken, SpongeBob, ein Haken. Oha, was ist das für ein komisches Gruselhaus? Letzte Worte. Sieh dir das an. Okay. In Frieden, Johnny. Tja, der Jonas Amazonas. Welche. Ist das eine Anspielung auf irgendwas? Nein, Johnny, mach das nicht. Warte mal. Ne, das ist auch nur ein normaler Grabstein gewesen. Okay. Ja. Nein, Johnny. Jonas. Nein, Johnny, tu das nicht. Wiu, 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 wiu. Wiu, wiu, Leben kriegt ihr mich nicht. Ihr Schweine. Das ist so gut. Oh nein, das können wir auch nicht machen. Da fehlt uns auch noch ein Gadget. Ist der, das Laubgebläse. Das Kirby, aber es ist das Laubgebläse. Oh, geil. Ich will dieses Laubgebläse haben. Scheint kommen wir, das ne? erst in der Thaddeus-Welt. Kann ich wie Super Mario 64 den Ho, 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 ho machen, damit ich hochkomme. Aber so, oh, oh. Ich glaube, dass sonst gibt's hier oben aber auch nichts. Nur diese Herausforderung, für die du das Laubgebläse brauchst, das ist sehr, sehr traurig. Du kannst das Spiel nicht austricksen, wir sind ja nicht bei Voodoo Wins, Mann. Versuch es gar nicht erst. Ich kann glitschen. Gott verdammt nochmal. Siehste? Da ist eine Magic Wall. Magic Wall, richtig. Gott sei Dank. Aber du kannst da drauf springen, da ist ein Coin. Oh, stimmt. Glaubst du, ist es gar nicht gedacht? Ich glaube auch nicht. Glaubst du, da ist Schokolade drin? Nein. Ja, eigentlich nicht. Wobei doch, man kann einfach von hier nach hier. Ja, okay, aber irgendwie soll man eigentlich von da oben runter schweben, glaube ich. Naja. Hey, Kiddo. Das ist ein normales Kind. Es hat zwar diese Nase, aber ich glaube, die ist angeklebt. Welch seltsame Obsession ist das? Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach so was Befriedigendes zu sehen, wie das Qualfischernetz in sein Gesicht knallt. What the fuck? Keine Ahnung. Können wir das mal ohne den Kontext sehen, dass es sich hier um ein Kind handelt? Ist doch egal. Wenn Kinder sich verletzen, ist das noch umso witzig. Oh Gott, nein. Ich habe das nicht gesagt. Hey, guck mal, da hinten ist immer noch der Gary-Weg. Ja, aber wir wollen also, nicht den Gary-Weg. Komm da nicht hin, Mann. Wir wollen nicht den Gary-Weg gehen. Wir wollen da hinten zu diesem Coin eigentlich. Wenn man da irgendwie hinkommt. Naja, da kommen wir sogar ziemlich einfach hin. Nice. Wow. 6 Stück schon, du. Kann man da so runtersliden? Nee, wir sind hier nicht bei Sly Cooper, ich glaube nicht. Kein Sonic. Oder Sonic, ich glaube Sonic kann das auch, ja. It's like that for me. Endless possibilities are never ending. Living in the city. No, you have to survive. You got to keep the dream alive. Well, blah blah blah. Living in the city. Ja, glibberig. Glibber, glibber, schnibber, dibber. Dipper. Cool. Ist schau so mal. Man weiß gar nicht, wo man als nächstes hingehen soll, ey. Ja.
Ach, guck mal hier. So viel. Alter, das ist so eine andere Erfahrung, das ruckelfrei zu spielen. Ich verstehe nicht. Nein! Ich verstehe nicht, warum das bei dir auf einmal ruckelfrei läuft. Das hat sich nichts verändert bei mir. Ja, gar nichts. Alles hat sich verändert. Alles. Alles. Seit ich bei Lexi war, ist es alles besser geworden. Ja gut, das stimmt. Man muss ja dazu sagen, du warst ja einige Wochen jetzt gar nicht da. Du hattest quasi kein Internet, also hattest schon Internet, aber du hattest keinen PC in der Nähe. Ja. Und, boah, geil. Boah, geil. Und, ich kann das nicht. Und in der Zeit ist natürlich mein Internet 10-mal besser geworden, weil, ja. Die Glasfaserkabel. Was mich vermisst hat. Genau, richtig. Die Glasfaserkabel liegen jetzt am Haus. Und alleine nur dadurch hat sich die ursprüngliche Internetleitung gedacht: Okay, geil, wir haben den Coin bekommen, der hier oben ist. Ja. Ja. Dadurch hat sich die ursprüngliche Internetleitung gedacht: Okay, da muss ich mich jetzt mal ein bisschen anstrengen. Und so war das damals. Voll der Sniper. Hast du die weggesnipert genug von oben? Von oben, beziehungsweise ich meine eigentlich Assassin, nicht Sniper. So, auf ihn draufgesprungen und dann ist er gestorben. Ah nein, ach, ah. Jetzt, Mann. Die sind eigentlich echt leicht zu besiegen jetzt, ohne Witz. Ja, ist wirklich schade. Die sind gar nicht vergleichbar mit diesen. Vor allen Dingen, ich denke mir so, okay, sie haben eine Stealth-Mechanik in dieses Spiel implementiert. Aber wozu? Also, zu dem Zeitpunkt, als die Gegner noch nicht besiegbar waren, da war das cool. Aber jetzt sind die Gegner halt viel zu einfach besiegbar. Und dann bringt einem ja, die ganze Stealth-Mechanik nichts mehr. Richtig. Guck mal, was ist das? Ja, Mann, da können wir jetzt runtergehen. Da wird's bestimmt zu, Ich glaub, das ist nicht gedacht, ja, dass wir da runtergehen. Ey, guck mal, da in die Röhre können wir rein. Okay, das machen wir mal. Oh. Dieser Typ könnte ein wenig Fleisch auf den Rippen vertragen. Oh nein. Oh, Mitty, nein. Ich bin es sauer, weil du ihren Freund kaputt gemacht hast. Ich bin gar nicht hier, ich lasse dir dein Dings. Den Kürbis. Ja. Ach, jetzt weiß ich auch, wofür das da war. Hm. Ja. Vielleicht war das ja Johnny, der da unten saß. Warte. Das ist unfassbar. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alles sonst soweit. Also ja, klar, das da. Das war nicht in Ordnung. Aber ich glaube, abseits davon... Und auf der anderen Seite war auch nochmal so ein Ding, das habe ich gerade eben noch gesehen. Aber sonst haben wir hier, glaube ich, ja, so ein zum drüber balancieren. Ah. Hier links, ne, hier, so, da, warte, da unten siehst du es. Ah. Okay, dann. Nee, da war man noch nicht hoch. Ach, guck mal, das ist sogar das, der Hauptweg quasi. Ah, nein, er hat dich. Nein, lauf. Es ist dieser Gegner, ich verstehe diesen Gegner nicht, der ist einfach. Okay, der zieht ja aber jedes Mal ein Leben ab, sehe ich gerade. Okay. Hey, wow. Aus dem Aspekt heraus. Du bist gleich tot. Oh, Patrick hat hier eine Unterhose hingelegt. Nett von ihm. Danke, Pell. Haha. Wie dämlich. Okay, jetzt nehmen wir aber den Aufzug. Ja, das wäre eine gute Idee, glaube ich. Ja. Ah, ja, okay, dann sind wir wieder bei der Weggabelung. Yes, ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles hier gemacht, sonst... Ich meine, wir haben immerhin 2 goldene Münzen geholt. Ja, das ist ja, heftig, ja. Man, noch 2 goldene Münzen und ja, wir können uns die nächsten Outfits kaufen. Ja, wir waren hier überall, glaube ich. Ich denke auch. Let's go. Ein Eis wäre jetzt toll. Ich hätte gern eins mit Streusel. Wie kannst du jetzt an Eis denken, Patrick? Eis? Wo? Oh, ist das Frank? Autsch! Och, Mann! Rede mal mit ihm. Die
Dieser schreckliche Schleim, den das Monster hinterlässt. Was für eine ekelhafte Kreatur macht sowas? Jetzt erst recht. Ja, er hat Gary beleidigt. Also, falls das Gary ist. Also, ich schätze mal, ich vertraue SpongeBobs Geschmackssinn. Ja, SpongeBob weiß ganz genau, wie Garys Schleim schmeckt, da bin ich mir zu 1000%ig sicher. Ja. Auch wenn es ein bisschen gruselig ist. Ne? Yes. Ach, guck mal, wir sind noch gar nicht da oben gewesen. Das stimmt, da ja, hinten. Da waren wir noch nicht. Da gibt's noch ein paar Kisten. Noch ein bisschen extra Goo für uns. Yeah. Okay, hier waren wir. Hier noch nicht. Ach guck, ja, da waren wir auch noch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Schade, dass es hier hinten sonst nichts gibt. Noch ein Auge. Ein Bullauge. Bulle. Ja, jetzt hör nicht auf zu gehen, du ziehst das hier genau in die Länge. Ja, das ist wahr. Okay, dann machen wir weiter hier. Okay. 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 Oh. Das ist der Mann. Alles klar. Freut euch nicht. Oh no, what the fuck? Entschuldigung, haben Sie... Ich befürchte, nein. Ich stecke mitten in wichtigen Organisationsarbeiten für den Schneckenkampf. Wenn du an dem Rennen teilnehmen willst, musst du eine Teilnahmegebühr in Höhe von 5 Schokoladenriegeln zahlen. Ich habe aber nur 7. Ey, wir haben schon einen, das ist unfair. Das muss so sein. Hey, gib her. Gib her. Aber Patrick, der Super-Troll.